Entschuldigung. Hallo. Ich hätte gerne eine Currywurst mit Pommes. Auf eine Currywurst mit Shinji Kagawa. Wir haben den Japaner zum Snacken und Schnacken getroffen. Im Fokus Shinjis Phase der Eingewöhnung in Dortmund und sein allererstes Revierderby. Ja, es war wirklich ein bisschen blau. Und in der Away-Kanzel-Nach, das Stadion war wirklich ein bisschen schief. Das Gefühl war wirklich sehr gut. Und was auch immer, alle, meine Gold, sehr Der Derby-Sieg 2010, ein großer Schritt bei der Integration für den Neuzugang aus Fernost. Sportlich wie privat. Currywurst und Revierderby. Zwei Kulturphänomene, die mittlerweile eng mit dem Namen Shinji Kagawa verbunden sind. Und beides scheint der 28-Jährige niemals satt zu haben. Dankeschön.